Hi Leute, willkommen bei Tubak VR. Ja, ist ein dickes Update rausgekommen für ATEX Cybernetic. Das würde ich jetzt gerne mit euch testen. Und würde sagen, legen wir direkt los. Viel Spaß. Okay, Leute. How did you get in my head? Yes, I'm talking to you. You took my body. Don't believe me? Raise your hands. These are... I guess we're stuck. Also, wir müssen nochmal neu anfangen. Ich kann nicht da aufhören, wo ich aufgehört hatte. I might be able to use you. Oder da weitermachen, wo ich aufgehört hatte. What's that noise when I say your name? We should get out of here. Yes, you have to open the drawer. Well, we have to open the drawer. Also, es gibt jetzt die Möglichkeit, das HUD auszuschalten, was ihr letztes Mal gesehen habt. Das habe ich jetzt ausgeschaltet. Take that card. Store it or just so, use it at the panel. Wir haben auch nicht mehr diesen komischen Beutel hier dann, wenn man das ausmacht. Aber stört mich jetzt auch eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, legen wir mal los. Viel Spaß. We need to store this to access the entry data. So, okay. Munition, Munition. Ohne Waffe. Er hat aber auch keine Waffe, der Kollege. Hier ist sonst nichts, was wir nehmen können. Ganz kurz gucken, wo ich bin. Okay. Jetzt, dann geht's weiter. Oh, da liegt eine Waffe. Now we're talking. Okay, was haben wir hier? Muni. Hier ist eine zweite Waffe. Also mal schon ganz gut ausgestattet für den Anfang. Okay, da kommen wir gleich zu. Wir müssen jetzt erstmal hier hin. Okay. Da war die Abfrage, glaube ich, gerade nicht ganz sauber? Ich bin mir nicht sicher. Let's do some exploring. Ja, wir exploren ja. Okay. Probieren wir jetzt hier nochmal aus mit den Melee-Waffen. Das Rohr gefiel mir jetzt nicht so als Nahkampfwaffe. Yes, this is our way. Thing that opens these gates. Okay, wir haben echt was verloren. Okay, wir konnten zielen, funktioniert auch gut. Wow! Alter! Hat er mich erschrocken? Steht er nochmal auf, der Typ? Puh! Okay, sammeln wir jetzt erst noch mal kurz ein. Identification required. Why would anything be simple? Let's identification check out required. We might find an ID card there. Ja, wir sollen da ja searchen. Wow! Das ist geil. Ja, das Ding packen wir uns doch mal. Ja, das gab's vor dem Update noch nicht, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Haha, geil. Also damit haben die mal null Chance. Junge, bleib liegen. Was ist das denn? Okay. Das wäre cool, wenn man
das auf dem Rücken schnallen kann. Das wäre geil. Okay, gehen wir weiter. Okay, ist wohl laut. Aber ist cool. Bewegt sich hier noch was? Also Muni haben wir ohne Ende. Producing new bodies for transplantation is really expensive. We don't really want to spend millions of dollars for new miners and menial laborers. Think we can work with the injured from the Saturn. Okay, die haben Verletzte für irgendwelche Experimente benutzt. Bleib so liegen. Mann, die nerven aber auch. Okay, da haben wir jetzt eine Keycard. So. Okay, da brennt alles. You think if something is an answer and I'll try to concentrate to hear it. If you agree, do a backflip. Fine. I think I heard you think yes, mister. Was ist da noch? Munition und noch eine Granate, das ist gut. Mal schon zwei Granaten. Good job. You might be useful after all. Now, can you pull these levers? Kann ich. At least it opened B3. B4 might be stuck from the other side. Let's have a look around. Come here, sir. Another ID. Identification required. Also, irgendwas ist noch falsch hier, oder? Okay, B4 ist noch falsch. Also müssen wir noch irgendwas machen. Boah, die fliegen geil. Komm. Oh, well, you're welcome to stay for a little while. I'm a genius, not a grunt. You might come in handy. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen exploren. Whatever. Bleib doch liegen, du hast doch keine Chance. Okay. Was waren sie? Boah, wie kommen jetzt so viele hier hin? Okay, jetzt kann ich was. Jetzt kann ich was Heilung gebrauchen. Da lag noch was. Gucken wir mal, ob wir voll sind. Weil wir haben ja das Hut nicht mehr. Ich kann mal gleich den Dreck benutzen, würde ich sagen. War nett anzusehen. War doch okay. Ach, wieder der Scheiß Kopf hier.
Nein, die Waffe nicht wegschmeißen. Okay. Hier ist ein großer Schrank. Okay, der hat noch gelebt. Mal im Schrank versteckt. Oh. Die behalten wir, weil die war echt gut. Ja. Und jetzt. Dann geht's weiter. Ach, das war dieses fiese, wo die auf einmal hier ankommen, ne? Boah, die Sounds sind so heftig. Boah. Mach auf, mach auf. Das war doch gut. Yep, this should do it. It's Dr. Clark. Yes. He had access to everything. Okay. Da ist noch Muni. Muni haben wir ja die ganze Zeit gespart, da konnte ich ja gerade ein bisschen rausballern. Identification required. Okay. Ach Junge. Bleib liegen. Okay. Ja, wir haben ja alles. Ach, das war diese kranke Scheiße, ne? Da können wir aber auch nichts machen. Yep, it's stuck. Pull out that crowbar. Let's get free, man. Okay. Wir haben auch wieder so eine Heilstation. Oh, dass es dafür kein Haltemechanismus gibt, das ist echt blöd. Jetzt werde ich auf jeden Fall den Entwickler mal anfragen. I think, yes, I can. Basically, slow down time for you. This way you can do your thing. Go, grunt, smash. Und die geht jetzt hoch. Na komm. Und flieg. Hey, you don't mind if I call you Grunt, do you? Puh. Killing these things. Beeping when I say your name is killing me. Also, you don't really have a say in the matter. So, Grunt it is. Good job. Oh, okay. Jetzt holen wir die Ballermänner nochmal raus. Hinter uns haben wir. So, du dahin, B3, willst nach B3, ne? Da komm. Dann bleib da liegen.
Okay, wir gucken noch mal, ob wir hier nachladen können. Ja, wir haben nichts verloren, das ist gut. Dann gehen wir Korridor A. Ich will das nicht opfern, das Ding hier, das ist einfach zu geil. Ich kann hier wie so ein Jedi. Geht aber nicht. Wir lassen dich mal hier liegen. Ich kann mich, ich konnte mich gerade nicht bewegen. Identification required. Yes, another locked door. That's not for a way to open it. Identification required. Okay. Ja, hier waren wir am letzten Mal, ja? My hands on the console to enter. Okay. Ich glaube, beim letzten Mal ja so lange bin ich fast verzweifelt. Open the door. We have to connect the nodes to override lockdown protocols. Guess you got here through the network, and since it couldn't download you into an empty body, the system used mine. Thanks a lot. Okay, geh mal raus. Das ist gut. Amory. Merry Christmas and happy birthday. Let's stock up. Aber. Oh, das fehlt hier echt, Leute. Oder ich bin nur zu blöd. Ja, ich bin zu blöd, aber ist egal. Ist auf jeden Fall schon mal geil. Die haben wir auch schon, wir können gar nichts mehr halten. Wir werden bestimmt gleich hier richtig geflutet von Gegnern. Oh no, Johansson. Oh, die machen Spaß. Da steht er gleich auf, oder? Identification required. How are you still alive? How do you control them? None of your business. What's more interesting is that you were able to find your way here. You are no good place. I might just be better than you expected. Too bad that you are the wrong side of history, my friend. If I can help it, you will still die here. Okay. Without anyone ever knowing your name. Too bad that I won't die here, you piece of shit. I'll get out of here just so you know. We'll see about that, Norman. Okay. The door's opening. Have fun. Oh je, oh je. Damn, this is way worse than I thought. That guy was Michael Johansson, the leader of this place. He's evil as fuck, and he might be approaching my level of intellect. We'd better get the hell away from here quick. Granaten waren schon gut gerade. Explore.
Granate? Was soll das heißen? Okay. Keine Ahnung. Können wir jetzt wahrscheinlich schon wegtun? Nice. The teleportation ability is manifesting in some of the subjects. And you just killed them off. You know how much these things cost to develop? Puh. Okay, der hat's nicht geschafft. Alter, die haben jetzt auch Schusswaffen. Das ist geil, Leute. Okay. Dieser Slow-Mo-Effekt ist mega geil. Okay, jetzt passt das Ding doch da dran. Kann ich die hier reinpacken? Ist das mein Inventar? Ich verstehe es noch. Momentan überhaupt nicht. Okay, man kann die auf jeden Fall wechseln. Das ist schon mal gut. Ich finde das Spiel richtig geil. Okay, da hat sich irgendwann teleportet.
Okay, Leute. Alles gut, und da ist auch noch was drin. Okay, noch eine können wir gleich auch noch werfen. Done by the greatest mind humanity can present. Yes, of course I'm referring to myself, not the other idiots now resting in pieces. Come on, Norman, don't exaggerate. I see you are trying to get to the hangar. Good luck with that. It's really annoying that he's foreshadowing our inevitable demise, because who knows what the hell is going on. Ah, macht schon Spaß hier rum zu sprayen. Hier ist sehr heiß. He might not have been the one who released these things. Maybe it was me. But let's talk about this later. Okay, Leute, beenden wir hier die Folge. Sollte ja nur ein kleiner Einblick in den Patch werden. Ich weiß natürlich jetzt nicht die ganzen Sachen, die geändert wurden. Ich versuche auf jeden Fall noch einen Patch-Note zu finden. Die packe ich dann auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Neu war auf jeden Fall, dass dieses Lichtschwert, was wir da hatten am Anfang, was jetzt sonst am Ende, Maschinengewehre wird es auch vorher gegeben haben, denke ich mal, die wir jetzt gerade hatten. Aber die haben auch mega Bock gemacht. Aber neu war auf jeden Fall, dass man das HUD abschalten kann, ist auch ein Riesenvorteil, weil mich hat es echt gestört und auch für die Aufnahme ist es blöd. Da, jetzt haben wir immer noch so einen kleinen Balken hier oben, den ihr hier seht, wo uns die wichtigen Sachen angezeigt werden, aber das stört nicht so immens wie dieses HUD, was da hier komplett fast den ganzen Bildschirm war. Ja, wenn euch gefallen hat, haut ein Like raus und ein Abo, würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.